Luftballon saugt. Dreck. Oh, da wird schon aber die Krise kriegen, Alter. Wenn der Roboter so... Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's go. Sie wünschen sich im Alltag einen weiteren Gesprächspartner. Ach so. Sie wünschen sich, dass dieser Gesprächspartner auch noch Ihre Wohnung sauber macht. Oh, das wäre nice. Sie tragen seit einer Woche dieselbe Unterhose. Naja, manchmal. Dann halten Sie sich jetzt fest, denn das ist die revolutionäre Sensation auf dem Markt. Robby, der sprechende Saugroboter mit künstlicher Intelligenz. Ja, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Tom und Nadine dürfen exklusiv vor der Markteinführung Robby. Sobald größer wie der Flur, Mann. Den sprechenden Saugroboter eine Woche lang testen. Wir hatten vorher ja schon den normalen Saugroboter ohne Sprechfunktion. Und da waren... Sag mal, sind das nicht die Eltern von Clarissa und Henning? Auch sehr zufrieden mit. Da waren wir super zufrieden mit, also wirklich. Ja. Und total zufrieden mit. Wirklich zufrieden waren wir damit, ja. Und jetzt freuen wir uns. Bei so viel zufrieden war man sehr zufrieden, ja. Sehr unzufrieden. Ist natürlich auch auf den neuen mit Sprechfunktion. Ja. Oder Schatz? Ja, waren wirklich total zufrieden mit. Robby Saugroboter ist kinderleicht zu installieren. Einfach Ladestation anschließen und schon kann es losgehen. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Tom. Schön, dich zu sehen. Das gibt's ja nicht. Du weißt sogar meinen Namen. Aber heute... Gerade mal neu angeschlossen, installiert und dann schon wieder sein Name. Ja, das liegt an meiner KI, der künstlichen Intelligenz. Ich würde Angst haben, Alter. iRobot wird wahr. Intelligenz? Das ist doch das, was meine Freundin nicht hat, oder? Ein sehr guter Witz, Tom. Oh, Mann, oh, doch das Unglaubliche kommt noch. Robby Saugroboter kann nicht nur sprechen, während er im Ruhemodus ist. Nein, er kann auch sprechen, während er deine Wohnung saugt. Dreck. Oh, da wird schon mal die Krise kriegen, Alter. Wenn der Roboter so die ganze Zeit durch die Wohnung fährt und Dreck ruft. Oh, da wird schon jede Ecke scheißen und abhauen. Der Dreck muss weg. Oh ja, das ist bestimmt geil. Das willst du den ganzen Tag hören. Auch nach zwei weiteren Testtagen ist das junge Pärchen einfach nur begeistert. Ja, da wäre ich sehr begeistert, wenn der zwei Tage schon rumfährt und Dreck ruft, Alter. Ich würde mir einen Holzklotz vor den Schädel hauen, Alter. Robby, halt doch bitte einfach mal deine... Oh Mann, Dreck. Klappe! Ich halte meine Klappe, wenn ich das will. Und momentan will ich sie nicht halten. Dreck. Das ist irgendwie so geil, Alter. Das Dreck. Ja, halt bitte deinen Mund. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ach übrigens, Nadine, Tom hat gesagt, du hättest keine Intelligenz. Was? Was? Nein, hab ich nicht. Doch, hat er gesagt, ihr habt's genau gehört. Warte. Oh Gott, oh Scheiße. Intelligenz? Das ist doch das, was meine Freundin nicht hat, oder? Tom, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Nein, nicht, also ich... Verdammt nochmal, Robby! Doch das Beste kommt noch, denn Robby verfügt über zwei weitere Charaktere. Oh Scheiße. Hallo, ich bin Roberto, der rasende Saugroboter. Oh. Der ganze Dreck hier in der Wohnung, da fühle ich mich selber auf einmal ganz... Oh, ich glaube, der fühlt sich ein bisschen geil. Dreckig. Okay, komm, Tom, du willst es doch auch. Lass... Oh, jetzt geht die Pflanze in der Hose hoch. Such zusammen den Dreck in deiner Wohnung und dann... So, Leute, was los hier? Oh nein, Lexer, es wird da. Diese Wahl, die ist nicht loszuwerden. Oh Scheiße, es wird schwer. Lexer, was geht ab, du Kasper? Wollen wir mal ein bisschen deine Putze aufräumen oder was? Was ist das eigentlich für eine Einrichtung? Warst du auf dem Sperrmann unterwegs oder wie war das los? Aber du hast doch zu mir gesagt, dass deine Frau keine Intelligenz besitzt. Ich hab das genau gehört, Tom. Wieso stehst du nicht einfach dazu? Komm schon, es tut mir leid, deine Frau ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ich will diesen Roboter haben, Alter, nur um mich jeden Tag selber zu erschlagen. Warte. Ich werde jetzt noch ein klärendes Gespräch mit Robby suchen. Ja, für ein klärendes Gespräch mit einem Roboter. Sehr interessant. Aber wenn das... Erzähl das mal deinen Freunden, die lachen dich aus. Wenn Erfolg hat, dann müssen wir ihn leider wieder zurückgehen. Ne? Aber das alte Modell kriegen wir dann, holen wir uns wieder dann. Genau, das alte Modell dann wieder zurück. Genau, holen wir uns wieder zurück dann. Das genau. Wird. Das kommt einfach wieder zurück zu uns. Das kommt einfach zurück, ja. Schatz, kannst du nicht einfach... Warum musst du immer das letzte Wort haben? Kannst du nicht einfach wie jede normale Frau mal... Interview reingeplatzt und singt. Du brauchst kein Radio mehr. Das ist ein Roboter. Wenn dich jeder fragt, wie hörst du Musik? Na, mit meinem Saugroboter wie denn sonst? Der macht sogar GEMA-freie Musik. Meine Freundin und ich finden das wirklich toll, wie du saugst. Oh ja, ich liebe es zu saugen. Es gibt nichts Schöneres. Absolut keine Frage. Machst du wirklich toll. Die Wohnung ist blitzeblank. Alles super. Nur, es... Du musst aufhören zu sprechen, das nervt einfach nur.
Aber ich will sprechen, das macht so viel Spaß. Du bist ein Staubsauger, du musst nicht sprechen können. Oh, oh. Ich bin ein Saugroboter. Staubsauger. Ja. Sorry, das ist deine letzte Ermahnung. Wenn du mit dem Sprechen nicht aufhörst, dann bringen wir dich zurück. Du akzeptierst mich nicht so, wie ich bin. Nein, so kann ich nicht leben. So will ich hier nicht leben. Das war doch nicht böse gemeint. Ich spring vom Tisch und werde meinem Leben ein Ende bereiten. Da okay, das funktioniert kein Geld mehr. Das war's, auf Wiedersehen. Ach, ist ja nur Leihgerät. Na los. Für eine Woche testen. Mit Schwung. Komm schon. Das wird wohl nicht. Doch mal, die automatische Absturzsicherung verhindert, dass ich irgendwo runterstürzen kann. Oh Mann, da kannst du nicht mal Selbstmord machen und da würdest du mich umbringen, Alter, wenn ich mich selbst umbringen könnte. Ich hasse den Fortschritt der Technik. Nein, sorry, das war's. Tut mir leid, was? Tut mir leid, Robby. Was? Nein, lass mich doch, Nadine, Hilfe, das kann doch nicht sein, bitte. Ja, wir sind jetzt doch froh, dass der sprechende Roboter weg ist und wir unseren normalen wieder haben. Mit dem waren wir ja auch total... Hättet ihr einfach Lexa-Stimme gelassen, das wäre besser gewesen. Als zufrieden. Ja, waren wir total zufrieden mit. Ja, absolut, waren total zufrieden mit, ja. Sehr. Genau, aber nicht sprechende Roboter sind uns dann doch lieber, oder Schatz? Ja, waren wir total zufrieden mit. Nicht sprechende Roboter sind uns lieber. Ist doch dasselbe. Das ist Version 1.0 hier. Das andere war 1.2. Diese Ruhe. Läuft bei mir. Die macht ja keinen Sinn mehr. Läuft zwei bei uns. Robby, der sprechende Saugroboter. Genau. Bald Gott sei Dank in keinem Shop erhältlich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Medion für die tolle Zusammenarbeit. Ey, aber so ein Roboter, ich würde mir den kaufen. Um irgendwelche Leute zu... Ich würde ihn dann einfach verschenken zu Weihnachten. Um so ein Scherzgeschenk. Das wäre doch geil, oder? So, oder zum Geburtstag jemanden schenken, den du nicht magst. Das wäre doch geil. So eine Lexa-Stimme damit drin, das wäre nicht schlecht. Heute, ja, dieses Video an einem außergewöhnlichen Tag am 1. April auf dem Sonntag. Na, dann passt das Video doch noch perfekter. Der Roboter hat euch ganz schön geprankt. Ja, danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und nächsten Mittwoch kommt ein neues Video. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Das stimmt, Mittwoch müsste Helga und Marianne kommen, auch wenn das schon weiter in der Zeit zurückliegt, aber wir sind ja in der jetzigen Zeit und nicht in der Zeit, wo das Video entstanden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und nicht getan, abonniert, bis dann verabschiede ich mich und bin damit raus.